Hi Rangers, es ist Ostersonntag. Ostersonntag heißt, es ist Zeit für den Palsteak. Was der Palsteak mit Ostern zu tun hat, will ich dir jetzt verraten. Was meinst du? Dein Palsteak sieht aus wie ein unförmiges Osterei? Na, möglich. Ist aber noch nicht alles, was der Palsteak mit Ostern zu tun hat. An Ostern feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt ist es so ein Satz, den hört man immer wieder, aber was bedeutet es denn? Wir haben im vorigen Video, im ersten Video zum Kreuzknoten gehört, dass Jesus gestorben ist, damit diese Verbindung, die wir mit Gott eingehen möchten und die Gott mit uns eingehen möchte, wiederhergestellt ist. Das heißt, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist diese Verbindung wiederhergestellt. Jesus ist gestorben, damit meine Schuld von mir genommen werden kann. Und jetzt kommen wir zum Sonntag, zu dem Tag, an dem Jesus den Tod besiegt hat. Das heißt, an diesem Tag ist er von den Toten auferstanden, er wurde wieder lebendig. Und das bedeutet, dass der Tod, den er auf sich genommen hat, keine Macht mehr hat. Alles, was er auf sich genommen hat, hat er auf sich genommen, um es dann hinter sich zu lassen und zu besiegen. Und es bedeutet, der Palsteak hier, der könnte genauso gut die Öffnung von dem Grab sein, das damals benutzt wurde, um Jesus erstmal zu begraben an Karfreitag. Sie haben ihn in ein Grab gelegt, in ein Felsengrab, große Öffnung reingelegt. Und dadurch, dass der Palsteak offen ist, symbolisiert es für uns, dass das Grab leer ist. Jesus ist lebendig, er ist wieder auferstanden. Wir nehmen den Palsteak, um eine feststehende Schlinge zu machen. Oftmals, um ein Seil abzuspannen, weil die sich nicht verbiegen lässt oder verzieht. Und das bedeutet, der Palsteak steht gleichzeitig für die Hoffnung, die wir dadurch haben, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dadurch haben wir die Zusage auf ein Leben in Ewigkeit, also ein Leben nach diesem Leben hier, mit Gott in Verbindung. Das heißt, hier in diesem Leben ist Ostern meine Hoffnung, die verankert mich fest in Gott, um mir Freude und Frieden zu geben, unabhängig von allem, was hier auf der Erde sonst vor sich geht. Dinge, die mir vielleicht Angst machen könnten, verlieren plötzlich ihren Schrecken, weil ich weiß, Jesus ist gestorben am Kreuz und ist aber wieder lebendig geworden und hat alles besiegt, was mich auch nur auf irgendeine Weise von Gott trennen könnte. Und das ist das Geheimnis um den Palsteak an Ostern. Ich wünsche dir und deiner Familie gesegnete Ostern und eine begründete Hoffnung, einen Anker in Jesus.